Es lohnt sich, hier vorbeizuschauen, weil man so in dieser Art und Weise die Zusammenstellung das erste Mal sieht. Also wer hat die Preise überhaupt gewonnen seit 2012? Das ist also eine ganz neue Zusammenstellung. Es gibt zwar eine kleine Publikation, aber in dieser Größe auch und in der Bandbreite ist es nur hier in der Ausstellung. Und wir haben auch neue Sachen, die wir zeigen können. Wir haben zum Beispiel Grafiken aus Lea Grundis Kunstsammlung in Greifswald hier das erste Mal auch zu zeigen. Und von daher lohnt sich ein Besuch, weil es wirklich neue Sachen hier gibt. In der Kategorie Kunstgeschichte bekommt den Preis Dorothea Schöne für ihre Ausstellung zu Josef Abo hier in Berlin, also ein lange vergessener jüdischer Bildhauer, den sie in einem Katalog, in einer Ausstellung würdigt. Josef Abo, ein Bildhauer, der in Palästina, im heutigen Israel, geboren wurde, nach Berlin kam in den 10er Jahren und aufgrund seiner jüdischen Abstammung und aufgrund der Tatsache, dass er ein Ausländer in Deutschland war oder nicht deutscher Herkunft war, in Vergessenheit geraten ist, ins Exil gezwungen wurde. Und wir haben ihn seine Vita aufgearbeitet, sein Werk aufgearbeitet und haben ihn mit einer Ausstellung und einem wirklich auf viel Forschung basierenden Katalog wieder zu Ehre verhelfen wollen und zur Anerkennung. Ich glaube, das ist so dass man einen Stein oder einen Anstoß bildet für andere Häuser, in ihre Sammlung zu gehen, nach ihm zu gucken, ihn vielleicht auch in diesen Kanon wieder reinzubringen. Es gibt jetzt gerade eine Ausstellung im Lehnbach-Haus, wo er dabei ist, weil die in der eigenen Sammlung nachgeschaut haben. Und das ist eigentlich die größte Würdigung, die wir uns erhoffen konnten, dass man schaut, dass die Art, wie wir Kunstgeschichte schreiben und ausstellen, dass man die vielleicht einer Revision unterzieht, weil wir dazu eingeladen haben, das zu tun. Im Bereich Kunstvermittlung ist es Natascha Nisic aus Paris, die ein Kunstprojekt gemacht hat in Zeiten von Corona, nämlich The Crown Newsletter. Das ist eine Homepage, interaktive Galerie, könnte man sagen, wo sich Künstlerinnen vernetzen konnten während Corona. Also Galerie heißt, dass er so kuratiert sein sollte oder dass jemand also das sagt, okay, was gut, was nicht gut in meine Galerie. Das war überhaupt nicht das Ziel. Also die Idee war richtig, wir tauschen etwas, wir geben uns etwas, es ist ein gemeinsames Geschenk. Und es gibt keinen Kurator, niemand weiß mehr als die andere. Ja, und das ist ganz anders, also für mich als Prinzip, als eine virtuelle Galerie. Nur die Idee, dass wir auch immer sehr stark an die Aktualität reagieren könnten. Zum Beispiel als Black Lives Matter in Amerika stattgefunden hat, gleich haben wir etwas zusammen gemacht, fast ohne Diskussion. Also es war ganz klar. Und natürlich für die Ukraine haben wir gesagt, okay, wir müssen unser Crownet öffnen, Künstlerinnen aus der Ukraine einladen. Also diese Möglichkeit, also sehr reaktiv zu sein, weil es regelmäßig jede Woche ist, ist eine Sache, die ich unglaublich schön finde. Also. Die beiden Preisträgerinnen in der bildenden Kunst sind einmal Rudolf Herz aus München für seine Videoarbeiten und Rajmakar Kalon aus Berlin für ihre Arbeiten zu den Völkerschauen und Aufarbeitung von kolonialistischen Zusammenhängen. I have nothing formal prepared. I just wanted to show you a few pictures to contextualize the project, De Foca de Eta. And once I cut the book apart, I was flooded with this kind of psychic imaginary of what should have been on the pages of the book. And so I think the other part that I would just add to, besides the destruction part, there's a kind of a level of care I think I'm trying to bring also to these materials so that we no longer relate to them in the same way and we also have a chance to be different people in relation to this work as well as they get to be different through changing how the book originally situated them. Das Dresdner Lenin-Denkmal ist 1974 von einem russischen Bildhauer erbaut worden. Das Denkmal ist aus
roten Granit, karelischem Granit, und blockweise aufgebaut. Und mein Vorschlag war, diese Blöcke auseinanderzunehmen, sodass diese Formation entsteht. Also da wird quasi nichts zerstört, nichts künstlich zerstört, sondern das Denkmal nur in die einzelnen Teile zerlegt. Bei dem Transport nach Karlsruhe habe ich gesehen, was für ein ästhetisches Potenzial in dem Transport selber liegt. Also wenn die Büsten auf einem Lastwagen gebracht werden und durch die Landschaften fahren. Im Jahr drauf habe ich dann quasi das große Projekt Lenin und Tour gestartet und bin in 4 Wochen 6000 Kilometer durch Europa gefahren und habe Lenin das postkommunistische Europa gezeigt. Das war einerseits quasi eine Fahrperformance, andererseits sah es so aus, dass es abends immer Veranstaltungen an Orten gab, bei einem Theater, bei einer Fabrik, auf einem Marktplatz. Und da war das Motto, die Referenten, die ich mir ausgesucht hatte, erklären Sie Lenin das 21. Jahrhundert. Das ist natürlich ein vermessener Auftrag, im Jahr 2004 das 21. Jahrhundert erklären zu sollen. Aber damit sollte quasi nur der utopische Gehalt und die ganze Problematik kommunistischer Projektion und Zukunftsvision thematisiert werden. Die Ausstellung findet hier statt, weil eben der Hans- und Leo-Grundig-Preis von der Rosa-Luxemburg-Stiftung vergeben wird. Und wir dachten, das ist eigentlich ein guter Ort, um das auch nochmal zu zeigen, nach außen hin, in die Stadtöffentlichkeit. Und der politische Hintergrund ist auch, dass eben das Werk von Hans und Leo Grundig in den letzten Jahren neu entdeckt worden ist, würde ich sagen. Also gerade zur Zeit von Leo Grundig in Palästina, in Israel, konnten neue Sachen entdeckt werden. Aber auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand sieht man eben die Kunst in der DDR auch nochmal aus einer neuen Perspektive. Also weniger jetzt vorurteilsmäßig als reine Staatskunst, sondern man sieht eben Kunst als Widerspruch. Hans und Leo Grundigs Werk eben auch gegen die politischen Systeme immer wieder auch hervorgebracht hat, die Kunst, die da auch wirken konnte, auch im Widerstand. Also gerade in der NS-Zeit war das ganz massiv. Beide haben sich da sehr eingesetzt gegen den Faschismus. Und Kunst als Widerspruch aber auch für die aktuellen Preisträgerinnen und Preisträger, weil die sich natürlich auch zu politischen, sozialen, gesellschaftlichen Sachverhalten äußern. Der Anspruch war eine kämpferische Kunst. Von der Grundig stammt der Satz, ich wollte die Menschen so darstellen, dass man ihr Elend, ihre Leiden erkannte und zugleich Zorn darüber empfand. Und wer ihre Arbeiten kennt oder sie heute in der Ausstellung unten gesehen hat, weiß, dass das gelungen ist.